Alter, was? Ich konnte gerade überhaupt gar nichts machen. Ich war gerade in so einem Loop gefangen. In so einem Loop, wo mich die ganze Zeit. Das ist genauso wie bei Street Fighter oder so, wenn euer Gegner die ganze Zeit auf dieselbe Taste drückt. Okay. Diesmal kriegen wir es hin. Diesmal kriegen wir es hin. Wir hatten ja eigentlich auch schon ziemlich weit gehabt. Nutze mit A oder D und hier Kampfverlagerung und Kampf, Wuchtangriffe, das kennen wir alles schon. Aber der uns gerade so nah. Ey, ja, wow. Nein, nein, nein. Ey, wir können gar nicht so schnell ausweichen. Es geht einfach nicht. Wir können nicht so schnell ausweichen. Wir können gar nicht so schnell ausweichen. What? Wie schnell ist der denn? Wow. Nein, beweg dich, Faith. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, darling, it's your birthday. Da 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 da. Irgendwie laufen wir gerade mega langsam. Ja, wow. Wow. Ah. Nein. Oh shit. Wir müssen abhauen. Nein, wir müssen abhauen! Alter, lass mich doch laufen! Jesus Christ! Alter Schwede, aber wir konnten gerade für ihn ein bisschen was entblößen. Nein, nein, nein! Nein! Shit! Wir waren gerade ein bisschen zu gierig. Das hat man gemerkt. Wir waren ein bisschen zu gierig. Verdammt, wir waren ein bisschen zu gierig. Aber man kann anscheinend. Kann man das irgendwie skippen? 10 Bewohner sind hier. Das ist ja toll. So, ja, kann man das irgendwie skippen? Ach so, einfach nur eine Taste länger gedrückt halten. Okay. Oh Gott. Abhauen, abhauen, abhauen. Alter. Schawede. Faith braucht immer mega lang, um sich von diesen Angriffen zu erholen. Ah, Alter, ja. Kann sich gern bewegen, Faith. So, da. Diesmal okay, abhauen. Alter, ja. Ohne Witz, Faith braucht 30 Jahre, bis sie sich wieder fortbewegen kann. Das ist richtig dumm. Oh nein, abhauen. Ja, dann roll eben nicht ab. Das ist gelogen. Oh. So. Wir haben ihn diesmal fast. Ja, voll. Wir haben es geschafft. Ich weiß überhaupt nichts. Was haben wir mit unseren Freunden gemacht? Wir sollten sie festnehmen, aber sie haben... Was habt ihr getan? Wir mussten schießen. Sie haben sich gewehrt.
Vor allem dieser alte Kerl. Lauf, wir sehen uns später. Oh, shit. Okay. Lass dich nur nicht treffen. Ach, ja, das ist ja einer meiner leichtesten Übungen. Oh, shit. Also, dass sie geschossen haben, erkennt man spätestens daran, dass schließlich auch Schüsse gefallen sind. Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Mit dem alten Mann ist unter aller Garantie Noah gemeint. Oh shit. Immerhin wurden wir noch nicht getroffen und endlich haben wir diesen verdammten Jäger erledigt. Endlich. Das gibt's doch nicht. Ah. Und noch ein Kit. Ich verstehe gar nicht, was mit diesen, wozu die ganzen Kits eigentlich gut sind. Aber hier haben wir auch noch ganz viele. Hier haben wir noch zwei Stück. Da haben wir noch eins und da haben wir noch eins. Oh Mist, ey. Was ist da noch passiert? Gibt es wieder ein Gridnote? Hier ist der nächste Unterschlupf und da treffen wir uns mit Icarus. Da würde ich mal sagen, dass wir auf unserem Weg mal den Gridnote machen. Ach, und wir haben natürlich auch noch einen Fortschritt. Das heißt, einen Punkt können wir jetzt noch hier abholen. Ein Ziemsprung, deine Beine ein, Doppelwallen. Ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal freigeschaltet haben. Irgendwas. Also da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Gelang schnell in den Rücken, als geht uns die Lehre für einen Vollangriff von hinten. Das will ich nochmal sehen. Zack, 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 zack. Oh, Übergangsfokusschild. Ich glaube, ich nehme tatsächlich erstmal das hier. Also, es wird, glaube ich, wirklich am wichtigsten sein, wenn wir erstmal unsere Punkte auf die Foki verteilen. Auf die Kampfeinheiten. Das wird vermutlich erstmal unser primäres Ziel sein, weil ich glaube, sonst wird es dezent schwierig, da etwas gegen die Gegner anzustellen. Aber als du bereits gesagt hast, das mit dem Kampf war gerade ein bisschen frustrierend, wenn man wie bei Street Fighter gegen einen Gegner spielt, der dreimal hintereinander dieselbe Kombination drückt, ohne dass du etwas machen kannst, beziehungsweise es so lange drückt, bis du gestorben bist. Ich habe da unten noch was gesehen. Mir entgeht nichts. Die Steuerchips entgehen mir überhaupt nicht. Oh, und hier haben wir sogar noch nicht. In Centurion Yards haben wir sogar noch gar nichts. Müssen aber tatsächlich hier lang, um uns mit Noah zu treffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich mache mir jetzt echt Sorgen. Vor allem, wenn man weiß, wie ein paar Szenen, ich möchte jetzt eigentlich nicht sonderlich viel spoilern, aber wenn man weiß, wie ein paar Szenen bei Mirror's Edge, also im ersten Ableger, zustande gekommen sind, was dort alles passiert ist, dann gibt es schon ein paar Dinge, die man dem Nachfolger auch zutrauen könnte. Das sind wirklich keine schönen Ansichten. Müssten aber gleich da sein. Oh, ist das nicht? Nee. Doch, doch. Das ist doch die Dogen-Handlangerin, oder? Schönes Zipper. Gridnote Downtown. Mission starten.
Hacke die Gridnode-CC und verbinde sie mit deinem Beatlink, um deine Beatabdeckung der Stadt zu erweitern. Durch das Hacken eines Gridnodes werden in dem betreffenden Gebiet Schnellreiseoptionen verfügbar. Ach so, dafür benutzt man das. Jabadabadu! Und runter. Dann sind das praktisch so etwas wie die ganzen Türme, die es so in Dings gibt. Die ganzen Tower, so wie in Far Cry zum Beispiel. Oder bei Assassin's Creed. Okay. Dann fangen wir an. Puh. Oh, ich hätte jetzt gedacht, das könnte böse enden. Wir kommen diesmal sogar so rein. So, ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen. So. Oh mein Gott. Ihr seid doch verrückt. Yes, ihr habt's doch nicht mehr alle. So, und jetzt? Nee, warte. Ich glaube, wir müssen. Ich warte mal ganz kurz. Kann es sein, dass wir uns da hochschwingen müssen? Runner Vision offline. Können die Runner, Vision gerade nicht nutzen? Ist es wirklich so? Oder müssen wir hier weiter? Es könnte natürlich auch sein, dass wir hier weiter müssen. Und von dort dann da weiter hoch. Und dann uns da praktisch so drüber hangeln oder so. So. Puh, 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 puh. Okay. Und jetzt. Ich duck mich. Ich duck mich hier mal vorsichtshalber. Aber hier sind wir immer noch auf demselben Ding. Müssen wir auch da lang. Nein, 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 nein. Das war nicht geplant. Nutze die Kampfverlagerung, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Boah, ich bin immer noch so ein bisschen K.O. von dem Kampf. Können wir die Runner Vision hier auch gar nicht anmachen? Ach so, doch, wir kommen da doch hoch. Ha. Waren wir doch nicht so doof. Okay. Ah, genau das hatte ich mir eigentlich schon gedacht. Müssen wir einen Balanceakt machen, denke ich mal. Oder? Bestimmt, oder? Weil ich denke mal, woanders kommen wir hier eher weniger hin. Ja, nee. Da können wir ja nirgendwo hoch. Und da können... Nee, wir müssten eigentlich darauf können. Huh. Oh. Oh Gott. Boah. Alter. Ich hasse es, mich an sowas lang zu hangeln. Das ist stressvoll. Okay. Dann hier hoch. So. Dann hier hoch. Dann
Da hoch. Perfekt, wir haben es geschafft.